Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich bin zutiefst besorgt. Es ist eine ernste Lage. Und ich weiß gar nicht, wie ich es eigentlich sagen soll. Ich will eigentlich keine Angst machen, wirklich nicht. Aber es gibt Neuigkeiten, also geheime Neuigkeiten, das dürft ihr eigentlich gar nicht wissen. Die österreichische Bundesregierung hat eine Studie angelegt und jetzt wird es beängstigend. Das ist kein Scheiß nicht. Also lege ich nicht an. Es ist wirklich so. Das ist wirklich beängstigend. Nach dieser Studie, das ist viel schlimmer als Corona. Da ist Corona ein Witz dagegen. Ein Scheiß, verstehst du? 90% der Bürgerinnen und Bürger in Österreich sind laut dieser Studie komplett verblödet. Unfassbar. Und das macht mir wirklich Angst. Und gut, die Österreicher sind Hochrisikogruppe, das muss man sagen. Ja. Jetzt hoffen wir halt, dass die restlichen 10% nicht auch nicht erwischt, weil sonst können wir den Laden zusperren. Also, viel denke ich. Ich glaube, mein lieber Simon, du verkennst in dieser Beziehung ein bisschen den Ernst der Lage. Gell? Auch wenn man lachen, Humor sollte man nicht verlieren, aber bei 90%, hallo, sind denn die Grenzen schon zu? Und die große Frage, wie lang ist die Ansteckungszeit? Wie lang ist die Inkubationszeit, zum Österreicher zu werden? Ich meine, schau mal dich an. Du hast ja schon Probleme, dich zu artikulieren. Da geht's ja schon in dem Dialekt. Das hat ja schon Spuren von diesen Alpenhopsen. Also mit dem Humor und darüber zu lachen, darüber würde ich mir an deiner Stelle nochmal Gedanken machen. Gerade du. Gell? Dich, den Teufel, leck mich doch am Arsch mit deinem Scheißdreck.